Wir sitzen in der neuen A-Klasse von Mercedes-Benz und sehen vor uns die sogenannte Mercedes-Benz User Experience. Das ist das neue Infotainment-System von Mercedes-Benz, basiert auf Chips von Nvidia und bietet in dieser großen Konfiguration zwei 10,25 Zoll große Bildschirme, deren Auflösung bei 1920x720 Pixeln liegt. Wir haben ein linkes Display direkt vor dem Fahrer mit Tacho, Drehzahlmesser und anderen Anzeigen und einen weiteren Bildschirm rechts für Navigation, Multimedia und weitere Funktionen. Die Steuerung des Systems übernehmen Touch- bzw. Schaltflächen am Lenkrad auf der linken und auf der rechten Seite. Die sind jeweils dem linken und rechten Bildschirm zugeordnet. Darüber hinaus ist die Sprachbedienung möglich. Wir haben auch auf dem rechten Bildschirm die Touch-Funktionalität und in der Mittelkonsole gibt es noch ein Touchpad und haptische Tasten für Lautstärke, Zurück- und einen Home-Button. Wenn wir uns jetzt mal auf das linke Display beschränken, wir haben hier eine Home-Taste, eine Sensorfläche am Lenkrad, in der ich nach oben, unten, links und rechts wischen kann und einen Zurück-Button. Wenn wir jetzt auf die Home-Taste drücken, dann sehen wir, wir bekommen die Grundfunktion erstmal angezeigt. Das ist Navigation, Telefon, Assistenz, Reise, Radio, Medien, dann Stile und Anzeigen und einen Abschnitt für Service. Wenn ich jetzt hier eins von diesen Optionen aussuche, dann wird diese jeweils in den Bereich zwischen den beiden Anzeigen gelegt. Am Beispiel jetzt der Assistenz zum Beispiel. Dann bekomme ich in der Mitte des Displays zwischen den beiden Rundanzeigen eine Assistenzanzeige angezeigt. Gehe ich jetzt zum Telefon rüber, habe ich hier meine Kontakte und bei Navigation in dem Fall eine kleine Karte. Wir können aber auch über Stile und Anzeigen zwischen sportlich und klassisch noch zusätzlich wählen. Aktuell haben wir die klassische Ansicht aktiviert. Wenn wir jetzt mal zu sportlich wechseln, haben wir hier eine kurze Ladezeit und dann haben wir diese andere Ansicht, die so ein bisschen aggressiver wirken soll und den Ganzen einen sportlichen Touch verleiht. Gehen wir mal zurück zur klassischen Anzeige. So, diese klassische Anzeige habe ich jetzt in der Mitte durch das Navigationsfeld erweitert und hier kann ich jetzt durch Wischgesten auf diesem Touchpad zwischen in dem Fall drei alternativen Ansichten wechseln. Das sind einmal hier die Fahrtrichtung bzw. letzte Ziele, dann das zuvor aktivierte kleine Karte, die kleine Karte und ganz unten eine sogenannte Vollbildansicht der Navigation. Wenn ich die jetzt mal auswähle, dann bekommen wir hier diesen kompletten Wechsel zu einer großen Karte, die Geschwindigkeit wechselt in den oberen Bereich, Anzeigen wie Tankinhalt, Wassertemperatur bekomme ich unten angezeigt. Ich kann jetzt aber auch zurückgehen, zum Beispiel zu den Assistenzsystemen und dann auch hier zwischen mit dem Touchpad zwischen in dem Fall drei Ansichten mir eine aussuchen. Das ist einmal hier die klassische Ansicht des Autos mit dem Abstand zum Vordermann. Dann kann ich hier das Attention Level System aktivieren. Und dann gibt es auch von der Assistenzansicht eine Vollbildansicht. Die sieht dann so aus. Hier wird dann, wenn dann alle relevanten Daten zum assistierten Fahren groß gemacht und in das Hauptdisplay gelegt. Grundsätzlich kann ich auch, wenn ich jetzt zum Beispiel zur Reise wechsle, dann kann ich hier zwischen zwei bzw. insgesamt sogar fünf, sechs Anzeigen wechseln. Also je nachdem, welche Ansicht man sich in diesem Hauptmenü aussucht, je nachdem, welche ich da wähle, entsprechend andere Optionen bekomme ich, um mir dieses Mitteldisplay hier zu konfigurieren, beziehungsweise ich kann die Vollbildansicht anders gestalten. Wir können jetzt in dieser Standardansicht, in der zum Beispiel die Navigation hier gewählt wurde, bestätigen wir das einmal. Jetzt kann ich aber noch zusätzlich zu diesem mittleren Display und der ganz großen Ansicht mir noch aussuchen, was möchte ich hier in dem linken Bereich und rechten Bereich sehen. Und zwar gehe ich dann von dieser Ansicht aus entweder nach links, dann sieht man jetzt, wird hier in dem Fall der Tacho aktiviert, oder ich wische nach rechts und dann ist jetzt in dem Fall der Drehzahlmesser aktiviert und dann signalisieren mir hier kleine Punkte im Außenbereich. Ich habe jetzt hier sechs Optionen, die es noch gibt. Wenn wir einmal durchwischen, kann ich jetzt hier noch zu einer Uhr wechseln. Ich kann einmal meine gefahrenen Kilometer mir anschauen.
Ich kann seit dem letzten Reset mir die Kilometer zum Beispiel anschauen. Ich kann den Reiseverlauf aktivieren. Und ich sehe hier einmal meine Online-Musik, die in dem Fall von Tidal gestreamt wird. Im rechten Bereich gibt es ein paar Zusatzfunktionen. Das ist neben dem Drehzahlmesser dann noch der aktuelle Verbrauch, der dann entsprechend hochschnellt oder wieder zurückfällt, je nachdem, ob ich gerade Gas gebe oder nicht. Als weitere Option gibt es hier nochmal eine Eco-Anzeige, wie gleichmäßig fahre ich. Dann können wir hier auch nochmal die Navigation reinlegen. Das ist jetzt in dem Fall natürlich ein bisschen dann sinnlos, wenn wir das schon in die Mitte gelegt haben. Grundsätzlich habe ich hier die Option, rechts mir die Karte in das Rundinstrument reinzulegen und in die Mitte zum Beispiel meine Musik oder meinen Reiseverlauf. Und als letzte Option haben wir in dem Fall dann noch hier nochmal das Assistenzsysteme, die Assistenzsysteme-Ansicht. Die kann ich mir hier auch reinlegen. Und so kann ich in der Kombination aus linken und rechten Rundinstrument, mittlerem Displaybereich und der Vollbildansicht kreuz und quer kombinieren und mir so meinen ganz persönlichen Bildschirm zusammenstellen, je nachdem, welche Wünsche und Präferenzen ich da habe. Ich muss also keine von Mercedes vorgegebene Ansicht wählen oder aus drei, vier Presets wählen. Ich kann mir da meinen ganz eigenen Bildschirm zusammenstellen, kann den auch speichern und kann den dann auch in verschiedenen persönlichen Presets ablegen. Wenn wir uns jetzt mal auf den rechten Bildschirm konzentrieren, der ist aktuell auf die große Navigationskarte gelegt. Hier ist das Prinzip ähnlich. Die Tasten sind hier gedoppelt, sprich wir haben hier eine Home-Taste und links. Wir haben hier ein Wischfeld, das, was wir auch schon von links kennen. Und wir haben auch hier erneut eine Zurücktaste. Das Home-Menü ist in dem Fall hier eine Ansicht mit einer X-Achse, über die ich wische, zwischen Telefon, Navigation, Radio, Medien, Komforteinstellungen, Infos zum Fahrzeug. Dann kann ich hier zu den Mercedes Me und Apps wechseln und nochmal Einstellungen am Fahrzeug. Hier ist es so, dass wir auf der ersten Menüebene nach links und rechts sowie von oben nach unten wischen können. Das bedeutet, ich kann jetzt hier von dem Hauptmenü eins nach unten gehen. In dem Fall bin ich im Reiter Komfort, gehe nach unten, habe hier schon mal zwei Vorschläge, das heißt so eine Art Schnellverknüpfung. Bei Medien ist es Lied vorwärts und rückwärts, bei Komfort sind es Einstellungen zum Sitz. Bei Mercedes Me ist es jetzt zum Beispiel die Me-App und der Browser. Gehen wir mal zurück zu den Medien. Jetzt sieht man hier unten, sieht man nochmal diese kleinen Pünktchen, die mir signalisieren, ich habe hier noch weitere Menüpunkte. Das ist zum einen. Und dann habe ich hier unten diese Ansicht Vorschläge. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier nach unten wische, dann komme ich in eine zweite Ansicht, die lädt kurz, dann habe ich Vorschläge. Die sind immer, unabhängig davon, in welchem Menüpunkt ich oben war, sind die immer unten erreichbar. Das sind in dem Fall letzte Navigationsziele. Das können aber auch zum Beispiel Sachen sein, wie wenn ich jetzt hier weit nach hinten gehe. Okay, in dem Fall haben wir jetzt aktuell keine da. Es sind einfach letzte Sachen, die ich im Fahrzeug gemacht habe. Da versucht das System so ein bisschen zu lernen von meinem Verhalten und im Laufe der Zeit mir dann Vorschläge entsprechend meines vorherigen Verhaltens anzupassen. Die Themenwelten, hier kann ich mir eine Themenwelt anlegen. Das meinte ich vorhin mit dem. Ich kann mir hier Presets zusammenstellen, die speichern. Und dann sehe ich die hier in meinen Themenwelten. Und dann habe ich hier auch nochmal unten eine Favoritenleiste, wo ich schnell Verknüpfungen zu gewissen Funktionen habe. Hier kann ich auch eine andere Reihenfolge festlegen. Das gilt übrigens auch für das Hauptmenü ganz oben, das ich hier sehe. Wenn ich jetzt in dem Fall zur Touch-Bedienung wechsle, dann kann ich jetzt hier das Telefon nehmen, kann hier lange halten und sagen, ja, ich will das aber lieber hier rechts von Navigation haben. Oder ich will das Radio, will ich jetzt auch noch mal einen Punkt nach drüben legen und dann das Telefon nutzt mich nicht so häufig im Auto, dann lege ich mir das hier nach drüben, drücke ich auf den Haken und dann ist das Ganze hier umgestellt. Wenn wir jetzt von dieser Bedienung am Lenkrad und von der Touch-Bedienung hier mal wechseln, gibt es dann noch die Sprachbedienung. Da hat sich Mercedes einen eigenen Assistenten ausgedacht, der sich über einen spezifischen Sprachbefehl auslösen lässt, den ich gleich mal ausprobiere. In dem Fall kann ich dann gewisse Funktionen des Fahrzeugs, wie die, die ich hier finde, und auch noch Zusatzfunktionen, zum Beispiel die Sitzheizung, einstellen. Oder ich kann sagen, dass ich Hunger habe und dann das Auto mir auf der Navigationskarte durch Yelp bewertete Restaurants und Bistros raussucht.
Der Aktivierungsbefehl ist in dem Fall: Hey Mercedes, Ja, bitte. stelle die Sitzheizung des Fahrers auf 2. Ich stelle die Sitzheizung am Fahrersitz auf Stufe 2. In dem Fall sehe ich jetzt auch hier links in der Tür, dass die entsprechende Funktion aktiviert wurde. Ich kann aber auch sagen: Hey Mercedes. Hey Mercedes. Ja, bitte. Ich habe Hunger. Bitte wählen Sie einen Eintrag aus. Das Ganze funktioniert über eine LTE-Verbindung. Wie bitte? Abbrechen. Das Ganze funktioniert über eine LTE-Verbindung, die in dem Fall über Vodafone zur Verfügung gestellt wird. Das, je nachdem, wie gut der Empfang ist, dauert es manchmal etwas länger oder geht schneller, wie die Sprachbefehle verarbeitet werden. In dem Fall ist es nämlich eine Online-Funktion. Es gibt aber auch Sachen wie jetzt eben die Einstellung der Sitzheizung. Die findet rein offline statt. Da kann ich sozusagen auch in einem Funkloch sein und habe trotzdem die Möglichkeit, noch per Sprachbefehl gewisse Funktionen abzuarbeiten. Hey Mercedes. Ja, bitte. Ich habe Hunger. Bitte wählen Sie einen Eintrag aus. Nummer 2. Was möchten Sie als nächstes tun? Navigation starten. Die Route wird berechnet. Also der Dienst, der Sprachassistent hat mir jetzt ein chinesisches Restaurant rausgesucht, hat die aufgelistet, gibt mir dazu auch die Yelp-Bewertung, also von anderen Besuchern des Restaurants, die Bewertung des jeweiligen. Und dann kann ich mir aus der Liste das raussuchen und dann im nächsten Schritt die Navigation starten. Hey Mercedes. Ja, bitte. Navigation abbrechen. Die Zielführung wird abgebrochen. Dann gehen wir jetzt nochmal speziell hier zurück in die Medien. Da haben wir folgende Optionen. Wir haben hier oben die Möglichkeit, Online-Musik per USB-Anschluss oder Bluetooth Medien abzuspielen. Online-Musik ist in dem Fall neu. Da hat Mercedes-Benz eine Kooperation mit Tidal. Abbrechen. Was möchten Sie tun? Abbrechen. Und wenn ich jetzt dieses MBUX habe, dann habe ich zu Beginn ein Jahr Tidal mit drinne. Tidal ist natürlich jetzt gerade auch in Deutschland nicht der beliebteste Streamingdienst. Da sind sicherlich Spotify und Apple Music weiter vorne. In dem Fall ist es nun mal Tidal. Die Auswahl an Musik ist wirklich gut. Also in den letzten knapp 2 Wochen gab es keine Musik aus unterschiedlichsten Genres, die von dem Dienst nicht gefunden wurde oder nicht angeboten wurde. Die Audioqualität ist auch gut. Was man natürlich als kleines Problem hat, ist der Empfang. Es ist Musikstreaming. Wir haben hier zwar eine gute 4G-Verbindung, das Auto ist auch vom Empfang her wirklich gut, weil hier die externen Außenantennen benutzt werden. Allerdings haben wir dann von der Abdeckung, selbst in Berlin, dann gewisse Funklöcher, wo das Musikstreaming aussetzt. Da rennen wir dann in einen Buffer rein. Es gibt gewisse Straßen in Berlin, wo der Empfang sehr schlecht ist, wo dann 3-4 Sekunden die Musik spielt. Dann laufen wir in den Buffer rein, dann haben wir wieder eine halbe Minute. Sieht man auch jetzt kurz, hier ist der Buffer gerade am Laden. Wir sind jetzt hier auch mit nur 2 von 5 Empfangsbalken im Gebiet in Tempelhof, wo der Empfang nicht ganz so gut ist. Und diese Erfahrung überträgt sich dann auch allgemein auf den Alltag. Wer wirklich zuverlässig Musik hören will in einem Auto ohne Unterbrechung, der sollte besser zu USB oder Bluetooth wechseln und eigene Medien hier anschließen und sich nicht auf das Streaming über LTE verlassen. Davon abgesehen haben wir noch in der Mittelkonsole ein Touchpad, was die Bedienung vom Lenkrad, Sprache und Touchpad hier direkt vor uns ergänzt. Wir haben sozusagen 1, 2, Sprache als drittes und das Touchpad in der Mitte, 4 Möglichkeiten, die Systeme zu bedienen. Wobei der Bildschirm direkt vor dem Fahrer nur hier am Lenkrad bzw. teilweise auch über Sprachbefehle gesteuert wird. Das Touchpad hier in der Mitte ist während der Fahrt ziemlich praktisch als Alternative zu den Tasten am Lenkrad. Da die Touchbedienung während der Fahrt stellenweise etwas unsicher sein kann, wenn man mal an einer roten Ampel steht, ist es kein Problem, hier auch mit den Fingern gewisse Einstellungen vorzunehmen. Wenn man dann aber jetzt mit 200 auf der Autobahn unterwegs ist oder im Stop-and-Go-Verkehr und sehr achtsam sein muss, was man auch sein sollte,
dann würde ich von der Touch-Bedienung eher Abstand nehmen und auf Sprache oder die Bedienung direkt in der Nähe der Hände des Fahrers wechseln. Kurzes Beispiel, wenn wir jetzt hier in der Navigation sind und man sich jetzt fragt, okay, wie wechsle ich jetzt hier einen Lead? Man hat nämlich am Lenkrad nur Tasten für die Lautstärke, aber jetzt nicht für vorwärts, rückwärts. Ich möchte auch nicht die Sprachbedienung benutzen unbedingt in dem Fall. Dann habe ich immer die Option, über dieses Touchpad kurz die Medien einblenden zu lassen mit einem Klick auf einen entsprechenden Button. Und dann kann ich hier über Wischgesten am Touchpad vorwärts, rückwärts zwischen den einzelnen Liedern wechseln. Man sieht ja also ganz gut an dem Beispiel, dass die verschiedenen Eingabemethoden sich gegenseitig relativ gut ergänzen. Wir haben ja auch in der Mittelkonsole nochmal die Option, die Lautstärke einzustellen über ein Drehrad, was ich auch hier am Lenkrad habe. Von daher gibt Mercedes dem Nutzer oft abbrechen. Wie bitte? Abbrechen. Von daher gibt der Autohersteller seinen Fahrern, diese Mitfahrern dann auch mehrere Optionen an die Hand, um das System zu bedienen, sodass ich eigentlich in jeder Situation immer mindestens ein, zwei Varianten habe, wie ich jetzt zum Ziel komme. Da bedarf es natürlich einer gewissen Einlernzeit. Auch bei uns hat es jetzt nicht am ersten Tag alles geklappt. Grundsätzlich arbeitet das System aber ziemlich schnell. Vor allen Dingen hier der linke Bildschirm, da werden immer etwa 60 FPS erreicht. Hier ist der Nvidia-Chip, in dem Fall nennt er sich Parker 128. Bei der Karte, die von hier zur Verfügung gestellt wird, könnte noch ein bisschen schneller sein. Wenn wir jetzt hier mal wischen, dann sieht man schon, okay, das ist vielleicht für ein Navigationssystem ziemlich gut. Allerdings, wenn wir jetzt mit einem High-End-Handy, mit dem iPhone, mit dem aktuellen oder mit dem aktuellen Pixel 3 oder vergleichbaren Geräten das Ganze mal vergleichen, da haben wir dann doch noch etwas schnellere Wischgesten. Im Automobilsegment ist das hier aber schon ein großer Fortschritt und es fühlt sich auch wirklich sehr ähnlich an wie ein, sag ich mal, ein Mittelklasse-Smartphone von der Geschwindigkeit hier bei den Karten, sodass man auf jeden Fall sagen kann, das hier ist ein großer Schritt in die richtige Richtung. Es ist noch nicht 1:1 das High-End-Smartphone-Erlebnis, aber hier hat es Mercedes schon geschafft, ein insgesamt sehr ansprechendes System auf die Beine zu stellen. Und da kann man auf jeden Fall drauf aufbauen und hat schon mal eine gute Grundlage und in Zukunft vielleicht sogar noch in gewissen Teilbereichen ein noch etwas optimierteres System anzubieten.